Hallöchen und herzlich willkommen zu Bedroom, einem japanischen Horrorspiel hier in einem Badezimmer. Auf mysteriöse Weise wissen wir nicht, wie wir hierher gekommen sind und wir müssen hier einen Weg herausfinden. Allerdings soll es hier nach diesem Badezimmer natürlich noch weitergehen und ich bin ehrlich gesagt sehr gespannt drauf. Wir müssen hier anscheinend einen Code finden für die Tür zum Öffnen und hier sollen sehr mysteriöse Dinge vor sich gehen. Apropos mysteriöse Dinge! Das geht gut los! Die Japaner wissen, wie sie ein Spiel machen. Auf jeden Fall verstehen wir natürlich hier von den Texten kein Wort, weil das auf Japanisch ist. Aber ich habe mir sagen lassen, dass es den Spieleinfluss nicht, also den Spielrhythmus nicht beeinflussen sollte. Und wir müssen hier einen Code finden. 2-2. Für die Tür auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was das für ein Code ist. Auf jeden Fall sehen aber die Bilder sehr geil aus. Und die Atmosphäre ist wirklich bedrückend. 4-5. Ich weiß nicht, ob das Zahlen sind, die wir ausprobieren sollen. 6-9 war da hin gerade. 6-9. 6-9 und Badezimmer sieht schon echt ein bisschen komisch, merkwürdig aus. Alter Schwede, hier lebt doch bestimmt irgendwas in den Wänden, oder? Kennt ihr so gewisse Horrorfilme, die einfach, wo Leute so in den Wänden sind oder Monster irgendwie in den Wänden leben und dann einfach mal so rausbrechen und boah, die Zinkwanne, ne? Ist das eine Zinkwanne? Auf jeden Fall sieht die sehr komisch gebürstet aus. Und da ist ein Zettel noch. Das ist doch ein Zettelchen hier, ne? Warte mal, ich guck mal. Hier ist doch, so, können wir uns angucken, da steht nichts weiter drauf. 12.08.2016 2180. Könnte das vielleicht was sein für die Tür? 1208 vielleicht? Nee, war das nicht? Okay. Das war das nicht. Was haben wir denn hier? Ein Spiegel? Spiegel können wir auch noch betrachten. Ist da... Ah, ist da noch was drauf? 0812. 0812 vielleicht? 0812. Enter. Nee, auch nicht. Das muss ja auch hier irgendwas... Ist hier vielleicht unten auf dem Boden irgendwas vielleicht, was ich hier übersehe? Können ja hier unten nochmal in die Ecken schauen. Ach, guck mal, da ist auch noch was. Auch noch irgendwie so ein schönes Teil. 1-2. Das steht bloß 1-2 drauf. Hm. Auch nichts Dickes. Alter, diese Atmosphäre, Alter, die ist ja echt übelst. Kommen wir hier durch? Nee. Kommen wir nicht durch. Was kann man denn hier eigentlich nochmal... Ah, guck mal, hier ist noch eine Truhe. Oder die Kiste, die das für brauchen wir. So wie es aussieht, ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Wieso ist denn hier eigentlich... Ah, guck mal. Ich habe was gefunden. Mit E? Okay, gut. Mit E. Dann machen wir auf das Brett. Okay. Also, das war ja jetzt echt Zufall, dass ich den Schlüssel da gefunden habe. Ich habe mich bloß jetzt gerade gewundert. Okay, da ist nichts weiter drauf. Ich gehe erstmal das Licht anschalten. Ich habe Angst. Puh. Ich habe mich gerade bloß gewundert, warum hier im Badezimmer eigentlich eine Pflanze steht. Also es ist für mich... Weiß ich nicht. Also ich würde mir im Bad niemals eine Pflanze irgendwie hinstellen. Weiß ich nicht. Habt ihr im Bad vielleicht Pflanzen zu stehen? Vielleicht so Plastikpflanzen oder so. Das wäre schon eher oder so. Muss ja irgendwas mit diesen Dingen hier auf sich haben, oder? 2-2. Oh, irgendwas passiert doch hier gleich. Irgendwas. Soll ich hier vielleicht in der Badewanne irgendwas oder so in den Ecken? Ah, okay. Wir konnten das Klo also spülen. Alles klar. Gut, ich frag nicht weiter nach. Schon gut. Alles ist gut. Oh, Alter, ich hab voll die Gänsehaut, ne? Ich hab voll die Gänsehaut. Das ist echt bedrückend, dieses Spiel. Geht mir auch so ein bisschen leicht auf die Pumpe. Es hält sich noch in Grenzen. Schicke Lady, würde ich mal sagen.
1990, also 21.09. Soll ich das mal eingeben? Gib das mal ein. 21.09. Nee, geht auch nicht. 21.09. Vielleicht 1999. Oh Gott, ich will das gar nicht wissen. 21.09.1990. Ach, das sind nur vier Stellen. Okay. Gehen nur vier Stellen Code. Oh Gott, ich will hier raus. Ich will hier raus. Ich habe Angst, dass wenn wir mit dem Spiegel hier irgendwie rumdrehen, dass da vielleicht irgendwo ein Monster ist oder irgendwas. 0812. Das hatten wir, glaube ich, schon benutzt, ne? Ich weiß es gar nicht mehr jetzt. 812, bitte. Alles klar. Lass mich in Ruhe. Alter, diese Geräusche, ne? Die machen mich ja kirre. Oh. So. Anmachen wieder. Schildlein an der Wand. Nenn mir den Code hier in diesem Land. Ah, dieser Spiegel, ne? Boah, diese Geräusche. Ich mag diese Geräusche absolut nicht. Das Licht ging jetzt von alleine aus. Oh! Alter. Wow. Wir sind auf dem Flur. Okay. Da kommen wir nicht rein. Okay, wir sind jetzt hier im Schlafzimmer. Was suchen wir denn hier im Schlafzimmer? Hier ist eine Taschenlampe. Die nehmen wir doch mit. Ey. Hier ist ein weiteres Schnipselgedöns. Alter, mit Blut drauf. Das ist ja gar nicht so gut. Boah. Heftig. Ist hier sonst irgendwie was noch, was wir vielleicht auf dem Boden irgendwo finden? Manchmal ist ja mal, ne? Ich meine, im Bad haben wir ja das gleiche Thema gehabt. Dass da ja irgendwelches Gedöns auf dem Boden war. Ach, das hatten wir ja schon, das haben wir schon abgesucht, ne? Ja. Hier können wir nicht weiter durch. Was? Was? Was ist nun los? Wieso habe ich schwarzes Bild? Wie mache ich die Taschenlampe an? Scheiße. Oh Gott, F-Taste. Mist. Wieso ist hier mit mir alles dunkel? What the fuck? Wieso ist das ganze Licht hier mit mir aus? Das ist auch ziemlich ruhig gerade. Scheiße. Komm hier nirgendwo raus oder rein. Oh. Alter, hört doch auf mit dem Scheiß. Oh. War das jetzt laut auf den Ohren? Was war das? Jemand die Scheibe eingeschlagen. Ich komme hier auch nirgendwo rein. Ach nee, das ist ja... Ach hier. Ist das die Scheibe, die kaputt gegangen ist? Scheiße. Oh, ich habe Angst. Ich habe gerade mega Schiss, liebe Freunde. Ich habe gerade mega Schiss, liebe Zuschauer. Das... Was sind das für Geräusche? Oh nein! Oh nein, was bist du denn? Was bist du denn? Thank for your playing.
Okay. Okay, das hat mich jetzt überrascht. Mm.